Herzlich willkommen zum Finale zu Murder So Suspect. Yes, ich hoffe, ihr seid gehypt. Ich weiß, ich bin gehypt. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, wie die Geschichte endet, was jetzt hier passiert. Also ich hoffe zumindest, dass es das Finale ist. Zumindest haben wir hier jetzt den Point of No Freaking Return. Und nachdem wir jetzt in der letzten Folge erfahren haben, wer der Mörder ist, falls ihr es nicht gesehen habt, bitte schaut euch die vorherige Folge an. Wenn wir jetzt diesen Mörder uns entgegenstellen und ihm zeigen, was für ein Spacko das ist. So, historisches Museum Salem. Warnung, wenn du zur letzten Begegnung voranschreitest, kannst du nicht mehr nach Salem zurück. Möchtest du fortfahren? Ja. Niemand verdient es, ermordet zu werden. Und wenn der Psychopath, der versucht, jemanden umzubringen, behauptet, er tue es für die Gerechtigkeit, dann ist das nur noch verdrehter. Okay. Erstmal hier um die Dämonen. Neues Ziel, rette Joy. Oh Gott, die Arme. Oh oh. Joy! Ronan, Hilfe! Keinen Schritt weiter. Mm. Nein, nicht du, Rex. Das hat nichts mit ihr zu tun, Abigail. Oh doch, hat es sehr wohl. 300 Jahre lang haben wir Hexen hingerichtet, die unsere schöne Stadt verdammt. Da unten, los! Die ihren dämonischen Vertrag verheimlichen und über Kräfte verfügen, die sie nicht haben sollen. Genau wie du. Wag es ja nicht, sie mit mir zu vergleichen. Ruhig, ruhig. Hände hoch! Hilfe! Mach jetzt keine Dummheit. Hände hoch! Hören Sie auf damit! Hände hoch! Sofort! Ah, fuck it. Nein! Du Stück Scheiße. Was tust du? Oh mein Gott. Nicht jetzt. Du warst es. Ich wollte nicht, dass du der Wahrheit näher kommst. Ronan, tu was! Oh mein Gott. Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. Ja, die Kleine ist schon so ein bisschen irre. Oh. Okay, Countdown. Und wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Was kann Abigail aufhalten? Ah. Yes. Der Schrei. Es ist vorbei, Abigail. Alter, diese Geräusche. Oh, ich hätte von ihr Besitz ergreifen können. Nein! Oh, wow, cool. Mein Spiel ist abgeschmiert. Wir sehen uns gleich wieder, wenn dieses Problem gelöst ist. Beep. Okay, da sind wir wieder und ich überspringe und dann geht's direkt weiter. Und... Okay. Okay, gut. Das war wohl nicht die Lösung. Ich dachte, vielleicht, wenn wir in Joy können wir. Naja, egal. Ja. Vielleicht. Ups. Nein. Fuck.
Vielleicht können wir irgendwie Rex uns noch irgendwie schnappen? Keine Ahnung. Der Schrei. So. Und überspringen. Alter, wir haben nur so ein paar Sekunden Zeit. Nein, nein. Fuck it. Ist mir das Spiel wieder abgeschmiert? Okay, wir machen das jetzt einfach so. Wie können wir sie denn aufhalten? Vor allem, man hat nur so ein paar Sekunden Zeit, das ist total behindert. Wie viele Sekunden habe ich seit 5? Da ist er, der Schrei. Ah. Die Zeit ist gekommen, Abigail Williams. Nein. Geißel Salems, es ist Zeit für deine Sünden zu büßen. Das darf einfach nicht sein. Du willst Erinnerungen gegen mich verwenden? Das Spiel spiele ich gern mit. Oh. Ich kenne die Wahrheit über deinen Tod, aber immer noch nicht die über meinen. Hast du Rex benutzt, um mich zu töten? Rex war der Einflussreichste. Er wurde respektiert, der gefürchtetste Amtsträger der Stadt. Natürlich habe ich das. Alter, die Kleine ist völlig irre. Heilige. Ich meine, gut, wenn die seit 500 Jahren durch die Gegend geistert und Leute tötet. Also offensichtlich schon wirklich seit mehreren hundert Jahren. So, ach Gott, ey. Natürlich ist die völlig Banane. Wie kann Rex der Mörder sein? Der Mörder von Rose hatte blaue Augen, aber Rex nicht. Ich habe nicht immer dieselbe Person für meine Morde benutzt. Ah, das waren beide. Baxter. Oh. Warum hast du Baxter getötet? Irgendwann bringe ich alle Mörder um, die ich benutze. Besonders die der Wahrheit so nahe kommen. Gott. Kleine Psychokinder, ey. Es gibt nichts Schlimmeres. Ja, genau. Wir haben. Ja. Warum hast du mich umgebracht? Ich war in der Wohnung nicht mal nah an der Wahrheit. Ich war keiner deiner Mörder. Warum musste ich sterben? Wie könnte ich? Du hast mich benutzt. Boah, es ist mies. Alter, nein. Wenn das mein Ende ist, nehme ich dich mit. Okay. Cool.
Sie ist weg. Wir alle haben eine dunkle Seite. Manchmal ist sie offensichtlich, manchmal nicht. Wenn wir Glück haben, bleibt unsere dunkle Seite verborgen. Nach dem Gesetz war Rex ein Mörder. Aber das Gesetz sieht nicht immer die Wahrheit. Joy tat es. Und sie würde nie Anklage erheben. Würde Rex vielleicht sogar helfen, Spuren zu verwischen. Eins ist sicher. Sie ist ein besserer Mensch, als ich es in ihrem Alter war. Ein Kind, das Vergebung verdient. Sie hat ihren Preis bezahlt. Und ein paar kleine Verbrechen auf der Suche nach ihrer Mutter, nun... Selbst die härtesten Cops würden ihr dafür vergeben. Mom? Oh. Kein Glockenmord mehr seit der Nacht, in der Abigail ihr Ende fand. Der Fall wurde offiziell nie geschlossen. Aber Erinnerungen verblassen. Zeit heilt Wunden. Mit etwas Glück kann Salem seinen Frieden finden. Der Tod begleicht alle Schulden, hat mein Vater immer gesagt. Ewig habe ich das geglaubt. Aber die Wahrheit ist, das Leben ist nicht vorbei, bis du ehrlich mit deiner Schuld umgehst. Du musst reinen Tisch machen, deine Schulden bezahlen. Erst dann kannst du weiterziehen. Ronan? Oh. Die Schlinge zuziehen. Ja, da sind wir tatsächlich fertig mit Murder So Suspect. Ja. Was bleibt mir dann noch zu sagen? Ich bin eigentlich im Großen und Ganzen sehr überrascht von dem Spiel. Positiv überrascht. Ich habe gehört, also die Stimmen waren... Ich glaube, das habe ich am Anfang gesagt, meine ich. Dass die Stimmen eher so zweigeteilt waren. So, ja... Leute finden es ganz okay, Leute finden es total cool, Leute finden es scheiße. Also, es war halt durchschnitts gutes Spiel. So, ne? Es war jetzt kein Überkracher, aber man hat davon gehört, es sollte wohl ganz okay sein. So. Und ich dachte mir, ja, wie lange spielt sich das? Okay, so um die 10 Stunden, ja, passt doch für ein Let's Play. Wollte ich auch eben schon ganz, ganz lange spielen. Ich hatte das ganz lang irgendwie auf der Platte, ich hatte das ganz lang im Hinterkopf und kam nie dazu und dachte mir, hey, das ist doch okay, eine super Gelegenheit mal auch was Neues ein bisschen reinzuschieben auf diesen Kanal und zusammen mit euch diese Krimi-Geschichte nachzugehen, die ich auch eigentlich ganz cool fand. Also ich war ein bisschen, klar, es ist repetitiv, es ist linear, man hat irgendwie eine Handvoll, ich glaube, man kann sie an einer Hand abzählen, wie viele Nebenquests es gab. Auch nur so in der Mitte des Spiels, später so überhaupt nicht mehr. Oder ich habe sie nicht mehr gefunden, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, es gab einfach keine mehr. Und, also ich weiß noch, wir haben so 2-3 Folgen nur Nebenquests gemacht und dann war es das auch schon. Und man hat ein bisschen was über die Geisterhaftigkeit und die Menschen in Salem erfahren, aber war es auch mäßig relevant, sage ich mal. Ja, das war echt ein bisschen schade, vielleicht hätte man, aber ich weiß auch nicht, was man da hätte machen sollen, ob man da hätte mehr Hinweise auf die Glockenmörder und die Glockenmorde früher kriegen sollen, aber das ist eigentlich Sache der Hauptgeschichte. Schwierig. Naja, und ich fand so im Nachhinein, also nicht im Nachhinein, aber ich finde die Geschichte eigentlich auch ganz cool. Ich fand Joy als Charakter fand ich sehr sympathisch, also ich mochte die irgendwie, klar, so ein kleines, nerviges Teenagerkind, aber ich meine, hey, sie hat es halt echt nicht leicht und sie sucht ihre Mutter. Hat Ronan, der total coole, krasse Cop, der den Fall einfach nicht mehr ruhen lassen will. Und er war mal voller krasse, super mega Gangster-Krimi-Typ, also krimineller Typ. Und jetzt war er ja Cop. Und jetzt ist er tot. Boah. Ich habe gerade erstmal Anakin GmbH gelesen und dachte mir so, hä? Ja,
Aber eigentlich mochte ich auch Ronan so im Nachhinein. Also er war relativ flach. Also er war nicht besonders interessant. Er war nicht besonders witzig. Er war nicht so... Also er war nett. Als Hauptcharakter reicht mir das für so eine Geschichte eigentlich. Aber... und ich fand den Twist jetzt letzten Endes eigentlich ziemlich cool. Also ich habe nicht damit... Also man hätte es drauf kommen können. Wir haben ja jetzt vor ein paar Folgen auch diesen Hinweis bekommen, dass... einer, der den Glockenmorden bezichtigt wurde, dass er gesagt hat, er war irgendwie besessen und sowas. Und dass sich diese Morde auch immer wieder wiederholt haben, dass es sie immer wieder gab. Also man hat schon die Hinweise dafür bekommen. Ich hätte drauf kommen können. Bin ich aber irgendwie nicht. Ich war, glaube ich, zu vernarrt darauf, dass es irgendein Mensch ist, den wir kennen. Was ist der letzte Endes gewesen? Das heißt, wir hatten im Prinzip 3 Glockenmörder, also 4. Wir haben unseren Geist, Abigail. Wir haben... Im Prinzip Baxter war ein Werkzeug, ne? Sie nannte es ja so schön Werkzeug. Weil sie meinte mit Werkzeug, glaube ich, wirklich den Galgen. Naja, wir hatten einmal Baxter, wir hatten Rex und wir hatten tatsächlich Ronan. Also die waren alle mal die ausführende Hand gewesen. Was auch wieder erklärt, ne? Das Mädchen, was ertrunken ist, sie hatte ja Angst vor uns erstmal. Und dann hat sie uns doch erstmal dahin geführt, wenn ich mich richtig erinnere. Und das erklärt es ein bisschen, ne? Ich meine, wir haben sie umgebracht, basically. Unser Körper hat sie umgebracht, zumindest. Was mich dann, mich wundert, dass das irgendwie Ronan nicht selber gemerkt hat, dass er besessen war. Hat sie das irgendwie nachts gemacht und ihn irgendwie wieder, also, wie kann ich mir das vorstellen? Hat sie ihn, also sagen wir mal, sie hat es nachts gemacht, ja? Dann pennt Ronan irgendwie und dann übernimmt sie seine Kontrolle. Bringt mit ihm irgendwen um und legt ihn wieder zurück ins Bett oder was? Und er merkt das nicht? Und, also, weiß ich nicht. Und irgendwie, dass das auch Rex und Baxter nicht merken. Also vor allem Baxter, der auch super, super nah an diesem Fall dran ist und der darauf hätte kommen können eventuell, dass er besessen wurde. Vor allem, er hatte auch ein Medium als Hilfe. Also, hätte sie ihm dann nicht irgendwie noch unter die Arme greifen können? Weiß nicht, wie man das jetzt vielleicht als ein Plothole nennen könnte. Aber gerade nur so Fragen, die ich mir stelle. Und ich fand, um ehrlich zu sein, gerade Abigails Abgang ein bisschen... Ja, denen ist einfach nichts Besseres eingefallen für die Situation. Ich meine, mal ganz ehrlich, sie hat doch, also offensichtlich hat sie Macht über diese Dämonen irgendwie. Und das offensichtlich auch schon eine Weile, weil sie da wohl darin wohl etwas geübter ist, die heraufzubeschwören. Aber dann wird sie aus irgendeinem Grund selber von denen gefressen und Ronan nicht, obwohl er zuerst von diesen Händen gegriffen wurde und dann wurde sie runtergezogen und er nicht. Warum konnte er daraus so locker leicht rauskommen und sie nicht? Hat sie nicht die Macht über diese Dämonen? Und er ist eigentlich der Plebus, der dann irgendwie plötzlich seit 3 Tagen ein Geist ist? Ach, ja, das fand ich jetzt ein bisschen schwach, muss ich zugeben. Aber, und ich fand es schade, dass wir Cassandra nicht gesehen haben als Person. Aber es ist schön, es hat ein schönes Happy End. Yay, Salem ist sicher, Salem geht's gut. Ron ist jetzt bei seiner Frau im Jenseits. Joy geht's gut und sie ist bei ihrer Mutti. Rex wurde nicht angeklagt. Der Glockenmörder wurde nie gefunden, weil der Glockenmörder ein Geist war. Ist doch schön. Ist doch solides Ende. Also ich würde mal sagen, es war ein nettes Spiel. Ich hatte Spaß. Ich fand es auch wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe auch wirklich zwischendurch die Zeit komplett vergessen. Ich habe zwischendurch, also ab und zu war das ja so, oh, wir haben schon, die Folge ist schon wieder vorbei. What the fuck? Wie schnell ging das denn bitte? Hatte ich halt auf jeden Fall mehrfach im Verlauf des Spiels. Und das spricht für ein gutes Spiel, finde ich. Also soweit ich, wenn ich die Zeit vergesse, wenn ich einfach vor mich hinspiele und ein bisschen grübel und so, dann, ist das doch ein schönes Zeichen. Abgesehen von den Dämonen, die Dämonen sind scheiße. Die Dämonen sind super sinnlos, die sollen einen Sinn, eine Form der Angst nahe bringen, die man nicht hat, wenn man die einfach nur nervig findet. Die sind, also man könnte denen leicht entkommen. Ich bin immer nur gescheitert, weil, keine Ahnung, also ich bin nicht gescheitert, weil das schwer ist, sondern weil, ich weiß nicht, zum Beispiel mal jetzt die letzten Dämonen, die wir hatten in dem Haus, dann gab es halt irgendwie 10 Millionen Räume. So, natürlich verlaufe ich mich da irgendwo und finde dann nicht einen von den 3 Geisterverstecken. So, natürlich sterbe ich dann. So, naja. Und das hat mich ein bisschen geärgert, aber es wäre zu einfach gewesen, wenn es keine Gefahr gäbe, sage ich mal. Und es macht irgendwie in dem Kontext des Spiels Sinn. Also, ich sag mal, in der Welt macht das Sinn, dass es auch, also, es gibt die neutralen, sage ich mal, Geister, die guten Geister, wie wir es sind. Naja, und Abigail in dem Sinne auch normal, dass sie nicht besessen ist.
Apropos, was ich mich auch zwischendurch gefragt habe. Abigail selbst hat uns doch erklärt, dass Dämonen doch irgendwie Geister sind, die keinen Frieden mit sich gefunden haben oder irgendwie sowas. Oder dass die... wie war das denn nochmal? Dass sie keinen Frieden gefunden haben oder dass die irgendwie ihr selbst verloren haben oder so. Aber warum ist sie dann seit 300 Jahren am Rumgeistern und Umbringen? Warum ist sie nicht irgendwie zu einem Dämon geworden? Das ist mir jetzt gerade auch etwas unklar. Aber da muss ich mir vielleicht nochmal ansehen, wie die Dämonen beschrieben worden sind. Vielleicht, wenn ihr es noch im Kopf habt, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, also generell, gebt mal euren Senf ab. Ich finde es auch ganz interessant zu hören, was ihr so denkt von dem Spiel, wie ihr es fandet. Ob ihr mehr davon sehen wollt, will ich gerade sagen. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich gerade nicht, welches Spiel noch in diese Kategorie fallen würde. Ist ja so ein bisschen so ein... Es ist kein Heavy Rain, ich weiß. Aber, naja. Ja, ich weiß nicht. Das ist ja irgendwie so ein Thriller... Es ist kein Action-Adventure, es ist irgendwie so ein Krimi-Thriller, irgendwas. Keine Ahnung. Aber ja, sag mal Bescheid, wie ihr es fandet. Gebt mal euren Senf ab. Mich würde es wirklich interessieren. Oder schreibt mir Nachrichten, keine Ahnung. Tweetet mir irgendwas. Oder auch nicht. Oder lasst es halt sein. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, wir machen nächste Woche mit einem neuen Spiel weiter. Was ich auch schon hier parat liegen habe. Und wie kann ich das am besten anteasen? Sagen wir mal, wir gehen wieder etwas back to the roots. Ah, das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Es wird ganz schön original. Vielleicht reicht das. Ja, vielleicht so. Ganz schön, also auf jeden Fall wird's viel Sand geben. Und Husten. Husten, das ist der ganze Sand, der mir in die Kehle fliegt. Vor lauter Scheiße, die ich laber. Gut, Kinders, es reicht. Ich finde, ich bin durch. Bin ich sowieso. Aber wir sind durch. Wir Murder's House Suspect. Cooles Spiel eigentlich. Also, ich habe, keine Ahnung, das auch für nicht besonders teuer gekauft. Und das in irgendeinem Sale. Und das war es mir jetzt wert. Das war irgendwie cool. War ein interessantes Abenteuer. Coole Geschichte. Ich bin ja so ein Mensch, der vor allem Videospiele für die Geschichte spielt. Ich weiß, verrückt. Und... Das hat mich schon glücklich gestimmt, sage ich mal. Das war noch ganz nett. Ganz nett. Ja. Gut. Kinder, haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Episode des neuen Let's Plays, was dann nächste Woche Dienstag hier wieder startet. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Und ja, da sind wir auch gerade perfekt mit den Credits durch. Als hätte ich's abgestimmt. Mann. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.